Lieben, und schön, dass ihr am Start seid aus Berlin. Mit dem Herz aller Jutzen mal wieder. Ich küsse dein Herz, alle. Wieland, danke für den Tipp, Mann. Der hat mich hier auf den neuesten Stand gebracht, der Wieland wieder. Ja, kannst du mal sehen. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, niemals auf dem Zettel gehabt. Jamie Oliver hat sein erstes Restaurant in Deutschland jetzt aufgemacht, hier in Berlin. Genau. Und ja, kein Plan. Viele haben das schon im Ausland gemacht und abgecheckt. Wir wollen das jetzt hier abchecken. Vielleicht ist ja auch ein bisschen anderes Konzept. Ich hoffe, dass sie einen Burger für uns auf der Karte haben. Ich kenne natürlich seine Videos. Aber ich kann mir jetzt unter seinem Restaurant nichts vorstellen. Ich auch überhaupt nichts. Gar nichts. Ich glaube, es wird Freestyle sein. Der hat so mehrere Gerichte, weil wir sind hier auch gerade Touri-Gegend. Mhm. Denkst du, jetzt zieht die Touris hier ab, ne? Das sowieso, das ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, er wird so die Standarddinger machen. Burger, glaubst Pasta, du? Ich weiß es nicht. Und Preise auch, bin ich gespannt. Ich weiß nämlich auch nicht, ich habe noch nie ein Jamie Oliver Video geguckt, auch bei YouTube, doch, wie der im Ausland abgeschnitten hat. Hat er im Ausland abgeschnitten, wenn die deutschen YouTuber getestet nicht haben? Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht im Ausland, aber ich meine so Jamie Oliver Kochvideos, das habe ich gesehen. Ja, das schon. Wir haben Drehgenehmigung bekommen, wir gucken ein bisschen, gucken uns die Karte an und machen das, was wir am besten können, Bilal. Scheiße labern. Los geht's. Komm. Hi, mein Lieber, grüß dich. Guck mal, Bilal, die haben hier Pizza, haben die Burger, das würden wir auf jeden Fall nehmen. Ich hab dir gesagt. Hast du recht gehabt, ja? Ich wusste es. Also nicht wusste es, aber ich hab's mir denken können. Und dann nehmen wir noch ein normales Gericht, nehmen wir noch. Wir nehmen ein normales Spaghetti-Gericht, das nehmen wir als erstes. Und dann nehmen wir den Burger und die Pizza noch. Ja, dann gucken wir uns nochmal im Laden hier um. Ich hätte es ausgefallener gedacht. Ja. Aber ich hab ja gesagt, es wird ein bisschen mehr angepasst auf die Touristen. Er hat schon gesagt, Pizza und Burger wird drin sein. Ich hätte es gar nicht gedacht. Ich habe erst überhaupt nicht mitgerechnet, dass Jamie Oliver ein Restaurant hier aufmacht. Ist das so sein Standardkonzept, was ihr jetzt von da übernommen habt? Ist das Franchise? Wie viel Spielraum habt ihr hier, irgendwie euch auch selber auszutoben? Wir sind Franchise-Nehmer. Mhm. Das ist das erste Restaurant. In ganz Deutschland, ne? Ja. Und ja, Spielraum haben wir halt in dem Sinne, dass wir aus einer Rezeptebank uns die Sachen quasi ausgeben. Geil, also man kann davon ausgehen, wenn irgendwo anderen Jamie Oliver aufmacht, dass es andere Gerichte da auch geben wird, unter Umständen. Definitiv. Mhm. Geil, ich bin sehr gespannt. Also wir fangen mit den Nudeln an. Und ja, wir, würde ich sagen, legen los. Ihr könnt auch mal euch den Laden angucken, zeigen wir euch jetzt. Und dann geht es direkt in Runde 1, dann wieder. Ja. Machen wir so. Vielen Dank dir schon mal. Sind Sie mal draußen? Ja, wir gucken mal draußen, ob wir einen guten Platz kriegen. Also wir haben noch einmal umgewechselt. Ich habe eben erst gesehen, die haben auch Ribeye Steak. Und ich finde das noch eine Nummer geiler. Dass, vielleicht bringen die Nudeln trotzdem. Ich weiß nicht, ob die noch abbestellt kriegen. Dann testen wir die auch noch. Wir müssen ja auch irgendwie mit unserem Hunger haushalten. Aber wir nehmen auf jeden Fall das Ribeye Steak. Nehmen wir noch dazu. Und drei geile Soßen, Bilal. Wir haben Green Mayo, Tomato Salsa und Garlic Butter. Fürs Ribeye meinst du? Ja. Garlic natürlich, glaube ich, das Beste, ne? Also, es gibt richtig geile Steaksoßen. Aber ein richtig geiles Steak braucht keine Soße. Braucht keine Soße. Kräuterbutter, fertig. Aber es ist wie bei allen anderen Sachen. Kann ein geiles Update geben, aber es muss so performen. Natürlich erstmal. Muss so performen und dann kann man gucken, ob das natürlich noch bockt. Ja, das Problem ist, wenn der Name Jamie Oliver drinsteckt, erwartet man ganz viel, ganz viel. Übertrieben viel, ja. Ist nicht wie bei Herberts Imbissbude um die Ecke. Nee. Und man vergisst ja immer, da steht nicht Jamie Oliver selber, sondern am Ende des Tages ein angestellter Koch, der das Konzept aber umsetzen muss und der macht es gut oder nicht gut. Ja, das ist halt so ein Ding. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Jetzt kriegen wir noch jeder einen Wein an den Tisch gewandt. Das würde ich jetzt fühlen, wir beide mit einem Wein in der Hand. Nee, danke, mein Lieber, danke, danke. Wir trinken beide gar keinen Alkohol. Wir haben jetzt doch schon die Spaghetti. Sind Allergene drin? Habt ihr Allergie? Ich hab tausend alles allergisch. Oh ja, okay. Ich hab hier unten gerade einen dicken Ausschlag bekommen. Das ist ja perfekt, dass wir uns auch teilen können, Bilal. Ja, scheiße, ich gehe da jetzt einfach hier rein. Guck mal hier, habt ihr die schöne Soße hier auch mal gesehen? Hier, da muss man natürlich die Nudeln schön hier in der Soße aufladen. Und dann geht das rein in die Futterluke. Richtig. Scheiße, auf einfach rein, Nabila. Ist Arrabbiata oder Aliolo? Aliolo, ne? Mhm. Geile, frische Knoblauchhode. Schöne Schärfe. Al dente, safe getroffen. Das Erste, was mir einfallen würde, Bilal, ist einfach lecker. Oder findest du nicht? Doch, sehr einfach. Al dente auf jeden Fall. Hat noch so einen guten Biss. So. Im Prinzip nichts Außergewöhnliches. Nein. Also es ist ein Gericht, was du wahrscheinlich bei etlichen anderen Italienern bekommen würdest. Aber du musst es auch gut umsetzen und es muss lecker sein. Richtig. Ne? Preislich, was haben wir auf den Preis für diese Spaghetti-Portion? Ja, 14,50 Euro. Also, ja, ist auch, wir sind, wie gesagt, Touristengegend, Friedrichstraße hier. Mhm. Würdest du sagen, das ist happig? Also, für einfach nur Nudeln, ein bisschen Öl und Chili ist ja happig, ja.
Das sind auch ganz normale Industriespaghetti, nichts Außergewöhnliches. Bei einem Jamie Oliver hätte ich mir jetzt gedacht, der macht deine Nudeln selber. Weißt du, aus eigener Manufaktur. Manufaktur. Du kannst ja mal so ein bisschen gleich den Preis-Leistungs-Faktor mit einbewerten. Ich sag immer, ich bewerte nur den Geschmack. Sagt ihr in den Kommentaren, was ihr zum Preis sagt. Ich werde nochmal auf den Geschmack eingehen. Es ist massiv ölig, was massiv geil ist dabei. Du bestellst es so, du kriegst es so. Viel Knoblauch, sehr schön viel bissig, Knoblauch. Scharf. Und was geil ist, wenn man sich reinschmeckt, wirklich sich mal kurz die Zeit nimmt und reinzuschmecken, ist dieses Brotfeeling. Was klingt nach, das bleibt so richtig auf dem Gaumen, diese krossen Brotstücke oben drauf. Und das verschmilzt halt mit dem Öl, wird schön cremig und klingt nach. Also ich finde es ein gelungenes Gericht, hundertprozentig. Preis seid ihr für da, ihr seid die Experten, was das angeht. Es ist ein gutes Essen, ja, aber absolut nicht außergewöhnlich. Überhaupt nicht außergewöhnlich. Nee. Wäre aber auch die Frage, man sieht das Gericht hier an der Karte, was soll er da jetzt noch machen, was anders ist? Ne? Also ich denke, er hat Aniolo, er hat es schon so gemacht, wie es sein muss. Genau. Aber man hat ja mal die Erwartung. Man geht zu Jamie Oliver und denkt sich, boah, jetzt bestelle ich das, was ich woanders überall auch schon gegessen habe. Und das muss 10-mal besser sein. Das ist es nicht, aber es ist gut. Es ist in seiner Kategorie gut. Es ist gut, ja. Mhm. Das ist gut. Und jetzt wieder kommt Burger. Nee, Pizza kommt erstmal. Pizza. Premium Mushrooms, Sauce. Ich hasse Trüffel. Echt? Ich hasse Champignons. Ehrlich, echt? Scheiße, dann können wir das auch schon wieder knicken. Das Ding ist alle. Ich werde ein Stück essen so. Ja. Alle anderen sind mit Schwein. Aus wie Margherita und Margherita ist mir jetzt langweilig. Smoked Mozzarella ist drauf, Premium Mushroom Sauce, Roasted Mushrooms, Trüffel und Tarragon. Was ist Tarragon? Hört sich an wie der Endgegner bei Game of Thrones. Estragon-Pflanze. Estragon. Ich hätte es gesagt, ich schwör's, ich wollte es gerade sagen. Aber zeig nicht, wie ich gegoogelt habe. Der gefürchtete Tarragon. Schnitt. Estragon-Pflanze natürlich. Ja, natürlich, Estragon. Dann geht's in Runde zwei, Leute. Bewertung zum Schluss von uns beiden. Und was würdest du machen, wenn so ein Restaurant, was du mal schlecht bewertet hast, sich bei dir so ein bisschen einsneakt und dir Schwein und das Essen mischt, um dir das auszuwischen? Kann ja gar nicht passieren, weil ein Restaurant, was ich schlecht bewertet habe, da gehe ich nicht mehr hin. Da hängt doch gar keinen Sinn. Ich gehe ja nicht mit Absicht irgendwo was schlecht machen. Hast du recht, macht keinen Sinn, dass du noch mal hingehst, ne? Aber angenommen, es wäre so passiert, hättest du ihn zur Rechenschaft gezogen? Definitiv, ja. Zur Rechenschaft gezogen, ne? Du willst mich jetzt hier zwingen, irgendwas zu sagen, womit ich meinen deutschen Pass vielleicht verlieren kann? Aber wirst du nicht hören. Integrierter ich mach keine Scheiße. Nee. Ich werf keine nicht. Molotow-Cocktails in Leben. Nein. Oder lauer ihn auf zum Feierabend, auflauern oder so. Nee. Geil. Was würdest du sagen, ist das Highlight bei euch auf Karte? Wenn du selber eine Sache essen dürftest, welchen würdest du essen? Nur Fisch, Halle. Fisch ist Halle. Fisch ist Halle, ja. Das ist ja medium serviert, ne? Genau. Lass es schmecken. Ah, danke, mein Lieber. Ja, guckt euch das an, ihr Lieben. Vorgeschnitten, drei verschiedene Soßen dazu. Ja, zwei Soßen, Kräuterbutter. Und eine gegrillte Ananas. Oh, wild, Bilal. Sieht geil aus. Ich zeige hier auch noch mal eben einmal den Gargrad, wenn du schon hier bist. Schneidet sich schon butterzart. Sehr, sehr zart. Merkst die Röstung, super fettgeilen Charakter. Also wirklich vor euch, so hinter den Kulissen mal. Ich sitze hier und ich habe Angst davor, dass es nicht performt. Also so beschissen gleich dem Besitzer sagen zu müssen, ja, das war nicht gut, das war nicht gut. Hab da keinen Bock drauf. Deshalb freue ich mich richtig, wenn das performt, also wirklich. Schön die Soßen auch noch, wir haben ja drei Soßen. Also Knoblauch natürlich, Bärlauch haben sie noch drin. Du bist noch skeptisch, Spieler? Der zweite bist du ja auf jeden Fall besser. Ist ja immer so beim Steak. Der erste Stück war wirklich zäh, also nicht zäh, sondern viel kauen. Hast du dich gewundert, ist was ich... Ist nicht runtergegangen wie Butter. Das ist aber normal, ich habe es jetzt auch gehabt. Steak muss man im Ganzen versuchen und sich dann ein Urteil bilden. Ist oft, dass eine Stelle manchmal nicht so performt. Ich habe einfach mit dem ersten Stück Pech gehabt. Die anderen Stücke waren viel, viel besser. Was haben wir hier? Das ist Green Mojo. Wobei, die erste Soße hat mir jetzt nicht so gefallen. Die ist wild. Die grüne ist auf jeden Fall besser als die orange. Ist wild. Süße Soße, Leute. Süß, kräuterlastig, fruchtig aber auch. Ist so eine Pesto-Soße mäßig. So gefühlt Steak-Pesto, ne? Ja. Ich bin begeistert von der. Auch wenn ich das finde, das Matching nicht 100% passt. Aber die Soße ist super heftig. Koriander, süß. Ich finde, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es das Perfekte ist für ein Steak. Kräuterbutter, finde ich, ist reicht. Sehr korianderlastig, süß, fruchtig, wilde Soße. Aber wie du sagst, zum Steak ist ein bisschen drüber, aber die Soße ist einfach ultra stark. Steak zusammengefasst, sehr zart, geile Röstung, schönes Fett, gibt einen geilen Charakter zum Fleisch, rundet das Ganze gut ab. Was kostet so ein Ribeye Steak Teller? 35. 35? Mhm.
Also beim Steak spielt ja so viel eine Rolle von der Geschmacksbildung auch. Was hat das Tier gefressen? Marmorierung zum Schluss. Wie hast du es gegrillt? Wie hast du es gereift? So viele Sachen, die da einspielen können. Aber jetzt, um ehrlich zu sein, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, kein außergewöhnliches Steak. Es ist ein gutes Steak. Außergewöhnlich nicht. Nee. Aber ein gutes Ribeye. Ein gutes Ribeye. Habe ich aber sehr oft auch schon verkacken sehen. Ja, natürlich. Wo ich es gegessen habe. Und da bin ich begeistert. Die haben es gut hinbekommen. Die Soßen sind mal was anderes. Ananas werde ich noch einmal reinsnacken und dann gehen wir in die Pizza rein. Die ist aber geil, Bier. Die musst du mal probieren. Ananas? Mhm. Auch Koriander drauf. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Guckt euch das an. Oh, weil ich gerade auch Durst habe. Die ist so saftig. Das stillt auch irgendwie mein Durst so von dem Ananassaft, der drin ist. Stillt dein Durst? Stillt mein Durst, ja. So echt? Ja, wenn du Gurke ist ja auch sehr frisch, wenn du ein bisschen durstig bist. Wenn wir noch zusätzlich wahrscheinlich ein bisschen mit Zucker bestreut haben, schön karamellisiert. Aber der Teller finde ich ist schon sehr gelungen, mit der Ananas noch. Also wenn jetzt nicht noch zwei Gerichte kommen würde, würde ich mir hier von der Ananas allein noch ein zweites Stück bestellen. Ja, die Ananas war geil, ja. Verfolgst du die Europameisterschaft? So gut es geht, ja. Natürlich die Deutschlandspiele. Tipprunde habe ich, also wo einfach natürlich ohne Geld getippt wird. Ja. Ja, deshalb bin ich so ein bisschen. Da bin ich übrigens auf dem ersten Platz. Ich war bis gestern, erst bin ich mit einem Sprung auf dem zweiten, bei drei Leuten. Genau, wo du das auch gerade sagst, ne, Bilal? Für euch auch nochmal, wenn ihr Fußball guckt, Bock habt auf 10 Euro zweimal gratis Essen bestellen, gibt's bei Uber Eats, kann mit meinem Code ab 20 Euro Mindestbestellwert, kriegt ihr jeweils 10 Euro erlassen auf eure Bestellung. Also wenn ihr sowieso Essen bestellt, einfach bei Uber Eats machen und dann spart ihr zweimal 10 Euro. Genau, Link ist in der Videobeschreibung, ganz nebenbei. Schmeckt. Gönnt euch. Fußball gucken, Essen bestellen, beste. Auf jeden Fall. Aha. Jetzt gibt's Pizza hier für uns. Nee, Burger. Jetzt kommt erstmal Burger. Ah, erstmal kommt Burger. Ja, da auch verscheppert, das soll da als letztes kommen. Also guckt euch den Burger mal an, Leute, hier. Ich guck noch mal genau, was wir jetzt drauf haben. €17,50 ist nicht wenig, sagt Bilal gerade. Aber rein von der Beschreibung, special. Ob das den Preis rechtfertigt, ist natürlich die Frage zum Schluss. Beef Patty, Crispy Bacon, Aussie Aged Cheddar, Pickles, Bourbon Soße, Mustard, Hot Sauce und Brioche Bun. Schmeckt den Grill, dann kommt direkt der Bacon reingeschossen, schön hart. Dann hast du so eine richtige, limettige, zitronige Komponente. Direkt hinterhergeschossen. Butterweich das Ding, aber richtig hart. Schade, dass du nicht probieren kannst, Bilal. Anders als bei anderen gegrillten Burgern, sag ich mal, wo du diese Flamme so richtig spürst, du spürst, würde ich mal sagen, viel mehr den Grill. So, dass dieser Rost, diese Röstung. Ja, der Saft läuft runter. Säurelastige Zwiebeln. Haben wir irgendeinen Fehler gemacht, wird sonst nicht passieren, denke ich mal. Gefühlt, als wäre die Schale mit dran gewesen an den Zwiebeln. Aber da will ich jetzt mal vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass es öfter passiert. Guck mal von innen einmal gerne nochmal. Ja, schon richtig teigigen Bun. Wenn du an der richtigen Stelle reinbeißt, du hast ein gut aufgestaffeltes, sag ich mal, also das. Von der Aufteilung vom Fleisch, Verhältnis, Brot, Salat, ist es super. Das Geile ist, du hast zwischendrin dann noch so ein Biss vom Bun. Wo denn das Bun überwiegt, da hast du so richtig teigigen, heftigen Teiggeschmack. Also richtig Brioche ist King. Das Brioche Bun ist King. Preis gerechtfertigt, €17,50. Ganz ehrlich. Die Frage ist immer, was für Zutaten, klar. Man darf nicht immer nur den Preis sehen, sondern auch das Produkt dahinter. Aber trotzdem bezweifle ich, dass der Preis jetzt, also der würde auch günstiger gehen, denke ich mal. Es ist der Name auch viel dahinter. Aber man bezahlt ja auch für die Atmosphäre, für die Kellner und so weiter. Aber da muss jeder von euch da draußen wissen, ob ihn €17,50 wert sind. Das ist nicht meine Entscheidung. Das müsst ihr wissen. Ich sag nicht zum Preis, ich sag nur was zum Geschmack. Und eben wieder der Senfkick hinterher. Das ist kein normaler Senf, der hat mich noch mal eben gerade gekillt. Also geiler Senfcharakter. Schön weich im Biss auch. Bewertung zum Schluss. Wir gönnen uns noch die Pizza jetzt. Und ich esse natürlich auf. Alter, der ist wirklich nicht schlecht, der Burger. Also Bilal muss vielleicht gleich los. Der hat ein Autoproblem, muss das Auto abholen. Richtig. Ja, und deshalb kann sein, dass wir die letzte Runde dann alleine wir, ihr und ich machen. Ist ja auch alles Video, ist ja kein Problem. Ich war gern dabei. Also ja. Wenn ich jetzt schon mal so meine Bewertung abgeben darf. Ja. Ich finde, es ist gut. Aber auch nichts Außergewöhnliches. Mhm. Aber dadurch, dass wir hier an der Friedrichstraße sitzen, in einem Touristen-Hotspot sind, habe ich auch keine anderen Preise gerechnet. Also ich fand jetzt 17,50 für einen Burger mit Pommes zu viel. Ja. Aber ansonsten, optisch sah der gut aus. Mhm. Geschmack kannst nur du was sagen. Aber kann man mal machen auf jeden Fall. So. Als Tourist ist es okay, geht klar. Es war gut, aber es war nichts Außergewöhnliches.
Vielleicht schaffen wir die Pizza noch, aber sonst, Bieler, sage ich jetzt schon mal hasta luego. Hallo, immer wieder eine Freude. Ja, mir auch. Denkt an Bieler in der Videobeschreibung. Ach, jetzt kommt sogar die Pizza gerade noch. Ich weiß nicht, ob du es noch schaffst. Na, jetzt ist die Frage, ist das eine Pizza? Ja, eine andere Form zumindest. Eine andere Form. Man riecht sogar die Champignon-Creme. Man riecht sie. Oh, es riecht extrem nach Champignon. Guck mal, der Boden riecht extrem, ja. Es sieht aus mehr wie so ein Brot. Es sieht aus wie so ein Brot belegt mit wie eine Pizza. Hau mal direkt rein. Willst du eins, oder? Ja, klar, hau rein. Na klar, Dicker. Oh, ist doch heiß wie Sau. Ja, sehr gerne, nicht dafür. Heiß wie sonst was. Ja. Siehst du aus, als hättest du den ganzen Tag nichts gegessen. Ich bin ja heute Morgen unterwegs, kaputt hier nicht gegessen. Hast du noch Hunger oder was? Bestell dir was. Nee, kann ich nicht machen. Natürlich. Sagst du den Jungs draußen bezahlen? Okay. Mach das ruhig. Das ist mein Glückstag heute, oder? Ja, heute ist ein Glückstag. Ja, aber hallo. Ich muss ihn büschen, weil gleich ist sie kalt. Hallo. Ich muss ein bisschen auf die Kamera fokussieren, ja? Danke dir. Also Außenteig ist tatsächlich eher so ein bisschen brötchenmäßig. So ein Mix aus Pizza und Brötchen. Schön luftig. Aber es war klar, ne, das habe ich auch am Anfang gesagt, man darf es nicht erwarten. Man wird hier keine Pizza kriegen wie beim italienischen Bäcker, der aus Italien also kommt. Ich finde, es ist ein belegtes Brot. Es ist jetzt anders. Es ist rustikaler. Es hat so, ich weiß nicht, ob man das als Pizza durchgehen lassen kann. Ja. Also türkische Pide. Pide nach Jamie Oliver Style. Eins muss man sagen, der Belag ist schon anders. Du merkst diesen geräucherten Mozzarella, das zwischendurch so eine Kräuter, wird wahrscheinlich Thymian, irgendwas in die Richtung sein, italienische Kräuter. Zwischendurch, ich weiß nicht, ob es Anis ist, ich verwechsel zwei Sachen mal, bin ich ehrlich mit euch. Anis oder ein anderes Gewürz, da ist Estragon, leichte lakritzige Note. Belag haben sich schon was einfallen lassen, aber in der Hinsicht, hast du recht, wieder ist es schwer mit normalen Pizza zu vergleichen. Ja. Ein junger Mann kommt gleich und fragt euch. Alles klar, gleich Bescheid. So, ich entschuldige mich sehr gerne. Hier, ich muss los leider. Hier, kein Problem. Olle. Lass dir schmecken. Ja, mach ich. Danke, Bieler, fürs Dabeisein. Sehr, sehr gerne. Sehr korrekt. Und wünsche noch einen schönen Tag. Dir auch, Oliver. Ciao, ciao. Ciao. Tschüssi. So Pizza, ich war die ganze Zeit so abgelenkt. Stabiles Ding, aber tatsächlich so Brötchen, Pizza-Charakter, so eine Mischung. Man kann ja jetzt natürlich nicht mit einer italienischen Pizza rechnen, ist was anderes. Aber ja, war schon so, sag ich mal, ging so ein bisschen auch in die Baguette-Richtung. Geile Champignonsauce, geile Pulse von den Kräutern, leichter Lakritz-Kick. Ja, also im Großen und Ganzen solides Ding, ein bisschen mehr Power jetzt verdient. Also da hat tatsächlich mir ein bisschen Salz gefehlt, aber war ein solides Ding. Ich gehe kurz in mich und dann würde ich sagen, machen wir Bewertung. Bewertung, Leute. Oh. Jamie Oliver. Ich finde, man muss von dem Trip runter, dass man denkt, so, man geht da jetzt hin und die Welt verändert sich, weil es Jamie Oliver ist. Das habe ich vorgewusst, dass nicht der Fall ist und da ist auch nicht mit zu rechnen. Ich finde, sie haben es aber sehr gut gemacht. Sie haben grundsolide Gerichte, die sie gut umgesetzt haben und so einen gewissen Sidekick. Bei den Nudeln waren es diese Brotchips. Das klingt immer noch nach, war ein schönes Ding. Also diese Brotdinger oben drauf, gut umgesetzte Nudeln, kleinen Sidekick. Bei dem Burger hast du ein super geiles Bun gehabt, du hast so einen Senfkick gehabt, irgendwas, was du nicht mehr so oft hast. Also solide Gerichte, aber leicht aufgepimpt bzw. verändert. Wenn ich bewerten müsste, so würde ich die Nudeln knapp unter einer 8 bewerten, eine 7,8. Ich würde das Steak auf eine 8,1 bewerten, den Burger auf 8,2 sogar. Und die Pizza, die hinkt ein bisschen, die würde ich so bei 7,3 bewerten. Weil man da schon die richtig geilen italienischen Profis irgendwie im Kopf hat. Ja, da denke ich, woanders doch noch besser beraten ist. Aber es ist eine geile Kreation gewesen. Lohnt sich, für mich absolut gute Empfehlung. Jamie Oliver mal auschecken. Sagt auch, was ihr davon haltet. Wir haben zwei Kameras jetzt am Start. Mal ja, ein bisschen aufgepimpt das Ganze. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das feiert, kann ich das bestimmt noch öfter umsetzen. Haut den Daumen oben rein, wenn euch das gefällt. Ja, und dann hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Und dann sage ich, euer Kommentar ist gefragt, was ihr sagt zum Video und bis zum nächsten Mal.